Jetzt geht es weiter mit dem sicheren Netz. Also jetzt wissen wir, warum wir Ubuntu benutzen sollen. Sicheres Netz für die Familie, warum? Grundgesetz. Zweiter Punkt ist, Überwachung des Traffic nimmt zu. Die E-Mail zum Beispiel, der hat keine vollständige Verschlüsselung, obwohl es überall draufsteht. Die werden ja zwischendurch ausgepackt, entschlüsselt, Viren gescannt, wieder eingepackt und so weiter. Das heißt, der Provider kann mitlesen. Es gibt verschiedene andere Sachen. Wir haben es vorhin von Microsoft gesehen. Die Überwachung der PCs über den Provider schreitet massiv voran. An der Stelle können wir uns schützen, indem wir den Provider nur verschlüsselten Traffic sehen lassen. Und nicht nur die E-Mails. Es gibt ein Experiment von Alvar Freude, das ist schon sehr alt. Da haben zwei Leute im Rahmen einer Diplomarbeit ein ganzes Studentenwohnheim kontrolliert. Sie haben die Internetseiten, die Nachrichtenseiten aktiv gefälscht und geguckt, wer bekommt es mit? Keiner. Also Spiegelseite, Nachrichten gefälscht. Die haben in Proxy eingegriffen und das ist hier nachzulesen. Alvar Freude, Insert Coin ist das Experiment. SSH kann man sich vorstellen als eine Art Kabel zwischen zwei PCs, egal wo die stehen, egal wo die in der Welt stehen, wie viele Provider oder Server dazwischen sind, ist egal. Und SSH bildet ein verschlüsseltes Kabel zwischen diesen Rechnern. Die Verschlüsselung findet an den Endpunkten statt, wird zwischendurch nirgendwo aufgebrochen. Das heißt, offiziell heißt SSH Secure Shell, aber es ist deutlich mehr als eine Shell. Diese Kabelvorstellung passt besser als irgendeine Shell. Was kann ich damit tun? Ich kann natürlich, weil es eine Shell ist, ein Terminal aufmachen. Ich kann grafische Programme, alle grafischen Programme unter Linux benutzen das X-Windows-System. Das kann ich über SSH tunneln und das Display auf einen anderen Rechner legen. Natürlich über SSH. Dann kann ich den File-Manager benutzen. Die meisten File-Manager können SSH. Ich kann von einem Rechner zum anderen verschlüsselt, zum Beispiel Bilder kopieren, E-Mail, also Texte kopieren, ganze Folder kopieren. Drag and Drop, kein Problem. Ich muss keine Kommandos wissen. Ich zeige das nachher. Und dann kann ich über einen Tunnel Programme, die kein SSH können, über das Netz tunneln und diesen verschlüsselten Kanal benutzen. Ich zeige das nachher an einem Windows-Server. Windows kann kein SSH. Wir zeigen nachher einen Remote-Desktop von einem Windows-Server, der bei mir zu Hause läuft. Hier über SSH, hier im Raum. Und daraus entwickelt sich ein Familiennetzwerk zwischen Benutzern, die sich gegenseitig vertrauen. Und das Erstaunliche ist, es ist out of the box da. Und für den Desktop habe ich eine Lösung X2Go, das zeige ich nachher. Wir versuchen jetzt, eine SSH-Verbindung zu einem Terminal aufzubauen. Und das Terminal liegt in Kiel. Ich hoffe, der Rechner ist noch an und geht. Wir machen jetzt eine direkte SSH-Verbindung von hier nach Kiel. Wir sehen jetzt am Dresroot, dass die DSL-Verbindung hier, die kommt, taucht hier gleich auf, von Kiel kommt. Das ist der Beweis, ich bin in Kiel, über die verschlüsselte Verbindung. Der Provider sieht jetzt nur, dass hier Traffic passiert von diesem Notebook nach Kiel. Und hier läuft ein kleines X-Windows-Programm. Das simuliert so einen Vogelschwarm, der da frei rumfliegt. Das ist sehr einfach gestrickt. Und dieses Programm läuft in Kiel auf dem Rechner. Dort läuft die Berechnung dieser Sachen, das Display läuft hier. Und einfacher geht es wirklich nicht. Das ist eine Technologie, die ist seit 10, 15 Jahren in Unix drin. Mit SSH kann ich sie verschlüsselt übertragen. Es ist so einfach, dass es jeder benutzen kann. Ich brauche nichts weiter zu tun, außer einen Schalter an SSH zu setzen. So sieht das dann aus. Ich habe hier zu Hause meinen Rechner. Im Router habe ich den Port 22 geöffnet mit Port Forwarding. Das ist das Internet mit dem Bundestrojaner, der da immer irgendwo existiert oder auch nicht. Hier sind wir auf der Ubocon, das ist der Client und wir haben jetzt hier durch diese Verbindung aufgemacht, in diesem Fall nach Kiel. Und wir nutzen es nachher, um nach Hause zu kommen. Nächster. Wie bekomme ich SSH? Um SSH zu benutzen, muss ich ein bisschen was wissen. Und es ist immer schwierig, weil einem niemand sagt, wo lese ich nach. Bei Ubuntu-User steht es auch so ein bisschen drin. Ich muss als erstes was wissen, wie installiere ich Programme. Es gibt dutzende Möglichkeiten. Ich habe zwei aufgeführt. Also Synaptic oder apt-get. Es geht auch das Softwarezentrum. Es gibt viele Möglichkeiten. Dann muss ich wissen, wie gehe ich mit der Hilfe um. Es gibt die Main-Pages, es gibt die Info-Pages und es gibt Wikis. Und das deutsche Wiki Ubuntu-User ist wirklich hervorragend gepflegt. Dann muss ich wissen, wie ich mit dem Terminal umgehe. Und zwar brauche ich 5, 6 Kommandos mehr, brauche ich nicht. Ich muss nicht ein dickes Buch kaufen über die Bash. Es reichen ein paar Sachen. Also wie zeige ich ein Directory an, wie editiere ich einen File, wie wechsle ich Directories. Mehr brauche ich nicht. Dann muss ich wissen, wie das Netz funktioniert, was sind IP-Adressen und was ist die Rolle des Providers. Da liefert man nämlich meine Adresse und diese Adresse ist von außen sichtbar.
Und natürlich kann ich die, wenn ich darauf zugreifen will, kenne ich die nicht. Und da gibt es Dienste, die mir das abnehmen. Darüber was nachlesen, wie sowas funktioniert und wie man das einrichten kann. Jeder Router kann das machen, dass die Adresse an eine zentrale Stelle gemeldet wird und unter einem Namen, der sich nie ändert, bin ich im Netz erreichbar. Nächste Seite. SSH installieren, ich habe sie mit apt-get hingeschrieben. Und der nächste Schritt ist das Server absichern. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den auf keinen Fall vergessen. Ist die Konfiguration steht in dieser Datei. Und da gibt es zwei Zeilen drin und die müssen auf No gesetzt werden. Ich weiß jetzt nicht, wo die stehen, das muss man suchen. Der Hintergrund ist, das Passwort-Login wird für alle Nutzer damit gesperrt. Das heißt, ich komme in diesen Rechner nicht mehr rein mit einem Passwort. Das heißt also, Wörterbuchattacken sind ausgeschlossen. Und SSH ist ein Port, der wird sehr oft von außen angegriffen. Also ich habe auf meinem Rechner manchmal pro Tag mehrere hundert Angriffe, ist zu viel gesagt, aber einfach Login-Versuche. Und da werden typische Passwörter durchgerastert. Das heißt also, Passwort-Login ist potenziell gefährlich. Abschalten. Zugriff mit Schlüsseln machen. Ich mache über SSH KeyGen zwei Schlüssel. Die werden an Default-Stellen abgelegt und den Public-Schlüssel muss ich auf irgendeinem Weg zum Server bringen. Also zu dem Rechner, auf den ich zugreifen will. Das kann ich per E-Mail machen. Das ist ein Public-Schlüssel, den kann mir keiner klauen, den kann jeder lesen und fertig. Und dort, wo der Public-Schlüssel ist, da komme ich hin. Dann muss ich den Router freischalten, dass ich auf dem Server, den ich betreue, durchkomme. Und hier steht nochmal alles. Hier ist bewusst SSH simpel gewählt. Also einfach. Und dieser SSH-Spickzettel, den wir auch bei der Luke haben, das ist ein bisschen technischer. Wer den mitnehmen will, das ist ein kleines Booklet, das kann jeder gerne mitnehmen. Ich habe dann eine Client-Server-Struktur. Jeder PC kann gleichzeitig Client und Server sein. Das heißt, ich kann das hin und her machen. Der Client hat beide Schlüssel. Der Server hat den öffentlichen Schlüssel des Clients. Den kann ich auch über den Chat hin und her schicken. Es ist ja öffentlich. Der Client initiiert eine Verbindung zu einem Benutzer auf dem Server. Das haben wir vorhin gesehen. Das SSH, Benutzer, das @-Zeichen kennen wir. Das sieht aus wie eine E-Mail-Adresse, ist es aber nicht. Hier kommt die Server-IP-Adresse rein und die kann man über DynDNS in einen Namen auflösen. Der Client bekommt die Rechte von dem Benutzer auf dem Server. Das muss man wissen. Das heißt, ich bin sozusagen als Benutzer dort auf der anderen Seite unterwegs. Wenn ich da Unfug mache, geht das zulasten des Benutzers. Das heißt, es ist Vertrauen untereinander nötig oder ich muss einen sicheren Account anlegen. Anwendungen. Kannst du mal den File-Manager zeigen? Hier haben wir ein Beispiel gemacht. Hier sind einfache Bookmarks drin. Klick mal um. Klicken. Mit der Maus klicken. Gut. Jetzt bin ich wieder auf dem Rechner in Kiel. Hier läuft dieses Programm Boyz, was wir vorhin hatten. Also der Folder ist davon da. Und geh mal bitte auf den noch. Das ist, da geht Weg drauf, ja. Das ist jetzt bei mir zu Hause. Dort läuft der Windows-Server und hier sind die Windows-Installationen als virtuelle Maschine. Das heißt also, ich komme nur mit einem Mausklick nach Hause über diese Schlüssel. Ich kann Drag and Drop machen und so weiter. Beim Drag and Drop aufpassen, es geht der Upload der Verbindung ein. Das heißt also, wenn ich eine große Datei damit kopiere, leide ich unter dem Upload, der im Normalfall sehr schlecht ist. Also nicht wundern, wenn es langsam ist, es liegt nicht am Provider. Jetzt kommt das Nächste. Ich möchte natürlich nicht nur irgendwas kopieren, ich möchte auch den anderen Desktop haben. Und da gibt es verschiedene Lösungen. Der Remote Desktop, der angeboten wird unter Ubuntu, ist normalerweise sehr langsam, ist auch nicht verschlüsselt. Inzwischen kann man den, glaube ich, auch verschlüsseln. Und das ist alles etwas umständlich und zäh. Und ich setze an der Stelle X2Go ein. Das ist leider nicht in den Ubuntu Repositories drin. Das ist die einzige Ausnahme, wo wir selbst das Repository erweitern können. Das heißt also, Fremdprogramme in Ubuntu nutzen. X2Go müssen wir natürlich vertrauen, dass das nicht verseucht ist. Das Repository erweitern, dann das installieren, einrichten und da steht hier alles wieder bei der Luke Otto Brunn oder auf der Seite x2go.org. Die Dokumentation ist kurz und knapp, aber die sitzt. Die Vorteile sind, ich habe eine eigene Session. Der Benutzer am Server muss nicht eingeloggt sein. Beim Remote Desktop muss er eingeloggt sein. Der Nachteil ist, ich habe keine Fernsteuerung des Desktops. Das heißt, es können nicht zwei Benutzer gleichzeitig denselben Desktop sehen. Das geht auch irgendwie, aber das benutze ich nicht. Weiter. So sieht das X2Go aus. Und wenn wir nachher Zeit haben, zeige ich das auch ein bisschen. Ich bereite hier die Sachen vor, klicke hier drauf und marschiere einfach durch dank der Schlüssel. Es geht weltweit. Jetzt können wir der letzte Punkt. Und zwar, wir haben Altlasten rumliegen von Windows-Programmen. Wir haben normalerweise eine Windows-Lizenz und ich glaube auch, hoffentlich auch die Programme ordentlich lizenziert, sodass wir sie benutzen dürfen. Das heißt, wir machen einfach eine Neuinstallation von Windows, installieren das da rein in eine virtuelle Maschine.